Wir setzen unsere Sicherheit aufs Spiel und uns droht lebenslange Haft. Wir müssen uns Sorgen machen, zur Zielscheibe Pekings zu werden. Wir ermuntern die Weltgemeinschaft, unserer Stimme Gehör zu verschaffen. Solange wir noch die Möglichkeit dazu haben, bitten wir die Welt, sich an die Seite Hongkongs zu stellen. Es ist ein verzweifelter Appell der Hongkonger Demokratieaktivisten. Ihr Gesicht, Joshua Wong, spricht dabei vor einem Gerichtsgebäude, in dem über die Beteiligung Wongs und anderer Aktivisten an Protesten gegen die chinesische Regierung verhandelt wird. Inzwischen hat Peking Gesetze erlassen, die Aktivitäten gegen die chinesische Regierung als Terrorismus und Anstachelung zur Abspaltung unter Strafe stellen. In der vergangenen Woche wurde zum ersten Mal jemand nach diesem Gesetz angeklagt.